In Salzburg gibt es eine schnell wachsende Thai-Box-Szene, die sich jetzt zum King of the Ring Event in Halvan getroffen hat. Die zahlreichen Zuseher sahen viele spannende Kämpfe. Als Abschluss gab es einen Profititelkampf mit einem furiosen Ende. Thai-Boxen. Eine Sportart, die für viele nur als hirnlose Schlägerei abgetan wird. Völlig zu Unrecht, wie letzten Samstag in Halvan im sogenannten Powerhouse klar wurde. Volle Körperbeherrschung ist gefragt, Technik, Taktik und Ausdauer. Die Highlights dieser Fight Night waren zwei Titelkämpfe. Der junge Marvin Meyer trat gegen Beshuldan Ilyats um einen Jugendpreis an und Martin Schweighofer, aktueller King of the Ring, wurde von Timur Mohaev herausgefordert. Zuerst fanden jedoch einige Vorkämpfe statt, die ebenfalls spannend und sehenswert waren. Gute Kämpfe, interessante Kämpfe, harte Kämpfe, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass die Publikum auch zufrieden sind mit uns, mit den Kämpfern und dass man mal in Salzburg was Neues einbraucht. Dann die erste Entscheidung. Um diese handgefertigte Steintrophäe wurde gekämpft. In der roten Ecke Marvin Meyer, erst im zweiten Kampf überhaupt. Und in der blauen Beshuldan Ilyats. Zu Beginn war es ein vorsichtiges Abtasten, keiner wollte einen Fehler machen. Doch in der zweiten Runde gab Ilyats von Anfang an den Ton an und konnte nach wenigen Sekunden diesen Treffer landen. Meyer war unter Zugzwang, aber Ilyats wurde immer stärker. Dann auch dieser Treffer. Davon konnte sich Meyer nicht mehr erholen und so ging der Sieg nach Punkten, trotz einer tapferen und engagierten Leistung, an Ilyats. Ich habe das nicht ganz umsetzen können, was ich eigentlich im Training gemacht habe und vorbereitet habe. Und das hat die Nervosität hat, war wieder eine große Sache. Und dann war es auch schon soweit. Das Highlight der Fight Night, der Kampf um den Titel King of the Ring, startete. Martin Schweighofer wurde von Timur Mohaev herausgefordert. Der Kampf begann fulminant. In der ersten von 5 Runden zeigte vor allem der Titelverteidiger gleich, dass mit ihm nicht zu spaßen war. Es deutete sich ein spannender, ausgeglichener Kampf an, doch dann plötzlich. Dieser unglaubliche Treffer von Timur und Schweighofer ging sofort zu Boden und war K.O. Und zum Glück unverletzt. Ja, ich war halt ganz weg jetzt. Scheiße, aber jetzt geht's schon langsam wieder. Kreislauf passt, glaube ich. Ärgerlich. Aber hilft eh nicht, das passiert halt. Sieg durch K.O.-Schlag von Timur und damit ist er der neue King of the Ring an dieser denkwürdigen Fight Night. Mein Gegner war extra stark, er hat sehr harte Low Kicks und High Kicks, es war wirklich hart, aber es war, kann man sagen, so ein Lucky Punch und ich habe gewonnen. Ich wollte danken meinem Gegner und mein Trainer Zolle auch und Elvis auch und Carmon, Trainer von meinem Gegner.